Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, da auch einen kleinen Beitrag zu leisten zu einem, wie ich finde, ganz, ganz spannenden und wichtigen Thema, das Sie für diese Auftaktveranstaltung gewählt haben. Ich bin im Rahmen der Einladung, hier ein Kurzstatement abzugeben, eingeladen worden oder gebeten worden, meine Bildungserwartungen zu formulieren und habe mir erlaubt, das zumindest in einem ersten Schritt sehr spezifisch und sehr persönlich zu erfüllen. Ich habe selbst zwei Kinder. Meine Tochter wird bald in das formale Bildungssystem eintreten. Mein Sohn hat das vor etwa einem Jahr hinter sich gebracht. Was erwarte ich mir da so für meine Kinder von der Schule in Bezug auf das, was da so passiert oder was rauskommt? Ich erwarte mir, dass jedes Kind wertgeschätzt wird. Ich erwarte mir die Förderung eines positiven Selbstbilds. Ich erwarte mir auch irgendwie den Abbau von Vorurteilen und von Schubladendenken. Ich habe gewisse Erwartungen an die, vielleicht nicht Entwicklung, aber Weiterentwicklung von sozialen Kompetenzen, zu lernen, sich selbst zu organisieren, die Förderung von Zivilcourage, Möglichkeiten, kreativ zu sein. Ich wünsche mir auch, dass meine Kinder gern in die Schule gehen und gern lernen, dass ihre Interessen gefördert werden und nicht gemindert. Ich kann die Liste noch fortsetzen, aber ich glaube, ein Punkt ist irgendwie auch noch, und so nebenbei kommt dann schon noch, na, ein paar fachliche Dinge wären auch noch ganz schön. Also wenn ich jetzt zumindest mal an meine kurzfristige Perspektive die Volksschule denke, also die meiner Kinder, dann wäre das irgendwie so, naja, schreiben, lesen, mündlich ausdrücken können, ein gewisses Zahlenverständnis entwickeln, rechnen und modellieren erlernen, zumindest ein erstes Grundverständnis von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen entwickeln. Und da gibt es dann noch ganz viele Punkte. Vermutlich unterscheide ich mich von der durchschnittlichen Elternschaft in einigen Aspekten, etwa darin, wie ich meine Erwartungen formuliere, wie ich sie systematisiere, wahrscheinlich auch, wo meine persönlichen Schwerpunkte liegen natürlich, aber ich glaube, woran ich mich von anderen Eltern, zumindest dem Teil der Elternschaft, der Bildung und Schule grundsätzlich für etwas Wichtiges hält, nicht unterscheide, ist in einer zumindest so spontan gesagten, relativ unreflektierten, überbordenden Menge an Erwartungen, einer Fülle an Erwartungen und einer Vielschichtigkeit von Erwartungen. Und diese Fülle an Erwartungen, die ich jetzt irgendwie da sehr persönlich und explizit formuliert habe, diese vielschichtigen Anforderungen, die eigentlich gesellschaftliche Anforderungen sind, die aber die Gesellschaft im Prinzip in sehr vielen Formen einfach mal an das System Schule delegiert, spiegeln sich auch in den rechtlichen Vorgaben wider. Also die Lehrpläne, die uns als Schule sagen, was wir alles unterrichten sollen, die Bildungsstandards, die eher im Sinne dessen, was denn dabei an nachhaltig erworbenen Kompetenzen dann wirklich rauskommen soll, argumentieren. Überfachliche Kompetenzen sowie Werthaltungen, Einstellungen, die finden sich an unterschiedlichsten Stellen. Ich glaube nicht, dass ich alle gefunden habe, aber zumindest gibt es Anforderungen in diesem Bereich im Schulorganisationsgesetz, es gibt sie in den Unterrichtsprinzipien, es gibt sie in den didaktischen Prinzipien. Dann gibt es da noch dieses Dokument der Bildungsanliegen des damals BMUKK genannten Bildungsministeriums. Vermutlich gibt es noch ein paar Quellen. Neben fachlichen Lernzielen der Schule auch andere Aufgaben zuzuschreiben, halte ich grundsätzlich für legitim und auch für wichtig. Und zwar nicht nur, weil man fachliche Kompetenzen nachhaltig und grundlegend ohnehin nicht sinnvoll vermitteln kann, ohne die Person des Lerners oder der Lernerin zu tangieren, ohne an Einstellungen und Werthaltungen zu rütteln, ohne das Selbstbild zu beeinflussen, ohne irgendwie auf eine Metaebene des Organisierens des Lernens zu gehen. Eder und Hoffmann beschreiben im Rahmen eines Beitrags zu überfachlichen Kompetenzen im letzten nationalen Bildungsbericht 2012 die Kernaufgabe von Schule so: Die Kernaufgabe der Schule liege darin, ich zitiere, junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen, auf das Leben mit anderen und in der Gesellschaft vorzubereiten, sie zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen zu erziehen und ihnen das Rüstzeug für eine nachhaltige Teilnahme an der Wissensgesellschaft zu vermitteln. Bei aller Wichtigkeit überfachlicher Kompetenzen der
ich nenne das jetzt mal Persönlichkeitsbildung, auch wenn ich dieses Wort nicht sehr gern mag, liegt es mir gerade auch in meiner Rolle, in der ich eigentlich eingeladen bin, natürlich fern, den Wert fachlicher Kompetenzen in irgendeiner Form zu schmälern. Es ist aus meiner Sicht einfach die ureigene Aufgabe der Pflichtschule, Kinder und junge Menschen mit den wesentlichen Grundkompetenzen auszustatten, sich etwa schriftliche Informationen bedienen zu können, ist einfach eine wesentliche Voraussetzung für die aktive Teilhabe in der Gesellschaft, auch für die Wahrnehmung zum Beispiel von Verantwortung. Und dass diese Anforderung steigt eher und sie sinkt nicht. Etwa wenn man an die Rolle von sozialen Netzwerken denkt und mal weiterspielt ein bisschen oder spinnt, je mehr diese Art von Medium und der, an sozialen Netzwerken an Bedeutung gerade bei der Informationsvermittlung oder bei der Informationsweitergabe gewinnen, desto wichtiger wird es für jeden Einzelnen und jede Einzelne, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können, Faktenbasiertes von Ideologien trennen zu können und vor allem auch Meinungen oder Informationen, etwas neutraler gesagt, vor dem Hintergrund seines eigenen Wertesystems, ich glaube, ich möchte fast sagen, bewerten zu können. In Bezug auf die Grundkompetenzen ist in den Bildungsstandards ein Teil dieser notwendigen Grundkompetenzen ausformuliert als Ziel, also für Deutsch, Mathematik und Englisch jeweils per Verordnung festgelegt und damit zumindest einem bestimmten Demokratieverständnis sozusagen als gesellschaftlich verbindlich vereinbartes Ziel festgelegt. Für die naturwissenschaftlichen Fächer gibt es diesen Versuch, die Kompetenzen oder diese Erwartungen zu formulieren. Sie haben einen weniger verbindlichen Charakter, weil es eben keine gesetzlichen Regelungen dazu gibt in dieser Form. Dahinter steht das Konzept der Kompetenzorientierung, also eine Orientierung an dem, was jeder einzelne Schüler, jede einzelne Schülerin tatsächlich kann, weiß und auch mit dem, was sie oder er kann und weiß, anfangen kann. Sich daran zu orientieren, was Kinder und Jugendliche an Kompetenzen tatsächlich nachhaltig erwerben, ist aus meiner Sicht auch schon eine Säule eines möglichen Wertesystems. Ich muss an dieser Stelle noch eine Ergänzung in Bezug auf meine Erwartungen an die Schule machen. Eine, die in meinem persönlichen Potpourri am Anfang in der Form nicht vorkam, zumindest nicht explizit. Es ist eine, die ich eher als Bildungsforscherin, als die ich hier heute eigentlich eingeladen bin, ergänzen möchte. Und sie kann eigentlich im gesamten Umfang auch noch aus einer gesamtgesellschaftlichen Position heraus formuliert werden. Es geht um die Erwartung, dass Schule einen Beitrag zur Chancengleichheit liefert. Dass Schule, wenn möglich, bestehende Ungerechtigkeiten mildert, jedenfalls aber nicht vergrößert. Und wenn ich hier behaupte, dass das Aufgabe der Schule ist, sich um diesen Bereich zu kümmern, dann tue ich das gestützt auf eine sehr hohe formale Autorität, eine, die heute schon mal angesprochen wurde, nämlich die österreichische Bundesverfassung. In der heißt es, Schule soll der gesamten Bevölkerung unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und finanziellem Hintergrund untersteht der Sicherung und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität, ein bestmögliches Bildungsniveau sichern und an ein bisschen anderer Stelle jeder Jugendliche, jede Jugendliche soll befähigt werden, am Kultur- und Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der Welt teilzunehmen. Das sind die beiden wesentlichen Forderungen, die der Chancengleichheit sowie die der Teilhabegerechtigkeit würde das die Bildungsforschung nennen, beziehungsweise im Prinzip damit verbunden, so eine Art garantiertem Bildungsminimum. Die sind hier grundgelegt. Wie sieht es damit aus? Ziemlich unabhängig davon, wie genau so eine untere Schwelle für ein Bildungsminimum definiert wird in so ein paar zentralen Kompetenzen. Wenn man da Zahlen zusammensucht, dann ist das erstaunlich, oder das, was ich erstaunlich gefunden habe, vor allem in der Systematisierung, in der Wiedermal-Systematisierung dieses Ganzen, es ist egal, welches Fach, welche Schulstufe, welchen konkreten Kompetenzbereich vielleicht noch ein bisschen und auch welche Quelle man heranzieht. Für Österreich landet man immer so bei einer Zahl von ungefähr einem Fünftel an Schülerinnen und Schülern, die irgendwie so eine Schwelle in bestimmten Kompetenzbereichen nicht überschreiten. Jetzt will ich nicht behaupten, dass ganz egal, wie man diese Schwelle definiert, die wirklich genau der springende Punkt ist, aber die Größenordnung zeigt irgendwie, so ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler lassen wir da irgendwie zurück. Sie kennen vermutlich, oder die relativ prominente Zahl aus PISA mit den 20% der 15-16-Jährigen, die im Lesen zu einer Risikogruppe
gehören in so quasi nominell ein bisschen besser, schaut es in Mathematik aus, da attestiert PISA uns 19% Risikogruppe. In der Standardüberprüfung am Ende der 8. Schulstufe sind es 17% an Jugendlichen, die die Standards in Mathematik nicht einmal teilweise erreichen. Das bedeutet, das wurde nicht als absolutes Bildungsminimum definiert, aber das sind Jugendliche, die größte Schwierigkeiten haben, wenn sie vor reine Reproduktionsaufgaben gestellt werden. Also die können noch nichts anwenden oder anfangen mit ihrem Wissen, sondern sie haben schon Probleme, quasi das wieder zu tun, was sie schon geübt, 1000-mal geübt haben, hoffentlich. In Naturwissenschaften gibt PISA eine 16% große Risikogruppe. Und es geht mir nicht um die Zahlen, ob das 16, 17 oder 20% sind. Es geht mir darum, wenn diese Schwelle nicht völlig absurd ist, dann haben wir irgendwie ein Fünftel an Jugendlichen, die eigentlich diese ganz basalen Kompetenzen nicht mitnehmen aus der Pflichtschule, die sie brauchen, um dann aktiv irgendwie teilnehmen zu können. Insgesamt kann man das auch anders formulieren. Grundsätzlich, glaube ich, muss man dann schon auch ein bisschen positiv sagen, wir führen da immer die negativen Zahlen an. Auch ich habe jetzt gesagt, na, bei wie vielen schaffen wir es denn nicht? Umgekehrt formuliert, leistet das Schulsystem in Österreich eigentlich eine ganz gute Arbeit. Positiv formuliert bedeutet, dass das 80% der Jugendlichen unsere Schule und die Pflichtschule verlassen mit zumindest eben diesen Grundkompetenzen und ganz viele davon mit deutlich mehr. Trotzdem, also man kommt irgendwie nicht dahin umweg, da geht es noch Luft nach oben. Und auch mangelnde Chancengerechtigkeit ist ja wohl ein Thema, wenn man nämlich diese Jugendlichen als Gruppe analysiert, die hier eben unter so einem vermutlich definierbaren Bildungsminimum liegen, das sind das überproportional viele aus schwierigen familiären Verhältnissen, aus benachteiligten Verhältnissen, aus Familien mit ganz wenig Zugang zu Bildung, aus Familien mit Migrationshintergrund, aus Familien mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. Gerade in der PISA-Debatte werden solche mangelnden Grundkompetenzen ganz oft unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten dann auch diskutiert. Also im Sinne der Entwicklung des Wohlstands in den Staaten, der Arbeitsmarktpolitik, der Auswirkungen auf den Sozialstaat und Ähnliches. Ich glaube, in erster Linie geht es aber darum, dass jeder und jede einzelne dieser Jugendlichen, die Pflichtschule ohne einen gewissen Sockel an Grundkompetenzen verlassen, Gefahr laufen, in ihrem persönlichen Fortkommen behindert zu werden, Gefahr laufen, eigentlich von ihren gesellschaftlichen Rechten keinen Gebrauch oder nicht Vollgebrauch zu machen und auf der anderen Seite aus gesellschaftlicher Sicht auch vermutlich Schwierigkeiten haben werden, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen oder einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Wenn Frau Kromp-Kolb über Verantwortung für unseren Planeten spricht und darüber, was notwendig ist und was sie versucht, Studierenden mitzugeben, dann finde ich, ist grundsätzlich dieser Bereich einer, der geradezu idealtypisch zeigt, wie wichtig die Verknüpfung von fachlichen Kompetenzen und Werthaltungen ist. Naturwissenschaftliches Wissen alleine verändert unseren Umgang mit der Natur, ich sage jetzt mal nicht notwendigerweise, per se. Verantwortungsbewusstsein ohne jegliche naturwissenschaftliche Erkenntnisse ist aber auch auf verlorenem Boden. Also ich kann noch so gerne wollen, wenn ich nicht weiß, wie es geht und was irgendwie eine Rolle spielt, dann hilft mein Willen irgendwie nur wenig. Die Vermittlung von grundlegenden fachlichen Kompetenzen ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Baustein eben für die Teilhabe an der Gesellschaft. Das Zusammenspiel mit den nicht fachlichen Zielen von Schule erscheint in Österreich, finde ich, oft so als so überbordendes Mehr an Anforderungen, das an das System Schule und damit natürlich an die Akteure und Akteurinnen in diesem System gestellt wird. Ich glaube, das liegt bis zu einem gewissen Grad daran, dass das an so vielen unterschiedlichen Stellen verankert ist und dass es eigentlich jedem Einzelnen und jeder Einzelnen selbst überlassen bleibt, das irgendwie in ein sinnvolles Gesamtsystem zu bringen. Also da gibt es dort und da Forderungen und Vorschläge und oder nicht nur Vorschläge, sondern Vorgaben. Und ich glaube, dass wenn man diese sinnvoll miteinander in Beziehung setzt und wenn man ein konzises Gesamtbild denkt und darstellt, zwar nicht der Anspruch per se sinkt, also das, ich will jetzt nicht vorgaukeln, da wir hätten keine Herausforderungen, aber dann wird das Ganze viel überschaubarer und greifbarer und daran, finde ich, mangelt es irgendwie, zumindest im Formalen bei uns ganz massiv. Ich finde ein Beispiel, das hier zeigt, dass das sehr wohl geht, ist das schottische Curriculum. Das ist nämlich verankert an vier überfachlichen Zielen, die quasi so eine Leitstruktur bilden und die
finde ich, einen sehr schönen Bogen spannen über das, was man von Schule erwarten kann oder was wir von uns selbst auch als Gesellschaft erwarten können. Es sind die vier Dinge oder vier Ziele: Successful Learners, Confident Individuals, Responsible Citizens und Effective Contributors. Und als Leitgedanken gefallen mir persönlich diese vier Ziele sehr gut, weil sie einen schönen Denkrahmen aufspannen für die Aufgaben von Schule, aber gleichzeitig weiterdenken als und das System Schule in diesem Denken verlassen. Es sind erstens erfolgreichende Lernende, die hier zum Ziel gesetzt sind. Und das steht nicht nur dafür, dass fachliche Kompetenzen erworben werden und man persönlichen Erfolg damit erzielt, sondern für mich steht das insbesondere oder repräsentiert das insbesondere auch, dass sich Kinder und junge Menschen Kompetenzen des Lernens aneignen, dass sie eine Lernfreude entwickeln oder behalten, also eigentlich geht es eher ums Behalten, und dass das Lernen in der Schule eigentlich als sozusagen Beginn oder als Teil eines lebenslangen Lernprozesses gedacht wird. Dass junge Menschen die Schule als selbstbewusste Individuen verlassen und vielleicht, wenn es geht, auch diese als die Schule als solche erleben, halte ich für ein ganz wichtiges Ziel. Damit meine ich nicht, dass wir den Kindern vorgaukeln sollen, sie wären spitze in allem und könnten alles. Das stimmt leider einfach nicht. Aber ein gleichzeitig positives und realistisches Selbstbild ist ein ganz wichtiges Fundament für erfolgreiches Meistern von Herausforderungen, und zwar nicht nur schulischen. Und im Prinzip gehört da, passt das auch aus meiner Sicht sehr gut zu diesem Anspruch, nicht zu beschämen. Gerade das ist etwas, was so ein positives Selbstbild ja in den Grundfesten erschüttert. Im Leitbild einer Kärntner Volksschule ist das ganz banal, sage ich jetzt mal formuliert, aber ganz schön. Da steht: beim Lernen in unserer Schule erfahren die Kinder, dass jeder etwas kann, aber nicht alle dasselbe oder alles gleich gut. Der dritte Punkt dieser vier Gedanken ist: Jugendliche sollen weiter zu verantwortungsvollen Bürgerinnen und Bürgern heranwachsen, verantwortungsvoll im Umgang miteinander, verantwortungsvoll mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, damit auch verantwortungsvoll im Hinblick auf zukünftige Generationen. Und last but not least wird als zentrales Ziel effektive Mitwirkung angeführt. Alle anderen Ziele bleiben eigentlich weitgehend unwirksam ohne eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft, ohne sich einzubringen, ohne sich zu engagieren, ähnlich quasi diesem zentralen Element der Lehre Alfred Adlers im Sinne des Gemeinschaftsgefühls. Diese vier Leitgedanken sind meines Erachtens erstrebenswerte und wertvolle Ziele. Sie können nicht von der Schule allein erreicht werden, aber ich glaube einfach, dass das System Schule, dass die Akteurinnen und Akteure im Schulsystem da imstande sind, einen wichtigen Beitrag dazu leisten zu können. Im Prinzip spannen diese vier Leitziele eine Art Wertesystem auch auf. Es kommt meinem persönlichen Verständnis von Schule, meinem persönlichen Verständnis dafür, was ich mir für junge Menschen wünsche, sehr nahe. Es geht aber vielleicht, oder es geht an diesem Punkt gar nicht so sehr darum, wie konkret dieses Wertesystem ausformuliert ist oder ausgestaltet ist. Wichtig ist aus meiner Sicht, ein stabiles Wertesystem zu haben, sich dessen explizit bewusst zu sein, sich das auch damit, wenn man es braucht, bewusst machen zu können, um dieses als Rahmen für sein pädagogisches Handeln, für eine Reflexion auch der eigenen Handlungen heranziehen zu können. Und damit meine ich nicht nur, aber wenn es kein persönliches ist, wird es nicht wirken, aber meine ich nicht nur ein persönliches, sozusagen privates Wertesystem, sondern ich meine das auch im Sinne eines professionellen Wertesystems fast, man könnte das auch sozusagen berufsethischen Rahmen denken oder ähnliches. Und ich glaube einfach, dass so etwas braucht man als Basis für verantwortungsvolles pädagogisches Handeln. Herzlichen Dank.